Mach, und was ist mit der? Ach so, die habe ich dir, zeig doch die mal jetzt. Jetzt haben wir noch, glaube ich, also weltweit. Ich habe gerade keine Uhr am Handgelenk. Ich warte auf die eine, ist beim Uhrmacher. Das war auch so lustig, da habe ich auf der Uhrenmesse, ne, finde ich dann da plötzlich. Hast du es gekauft? Ja, ich habe mir eine gekauft. Habe ich jetzt aber erstmal zum, also gut, finde ich dann da so ein schönes Messer. Mhm. Und naja, geil, gekauft und so. Und schade, dass ich nicht konnte, aber ich war ja Richtung Schafheim unterwegs. Erst später habe ich dann gesehen, dass das ganze Uhrwerk da drin locker sitzt, in der ganzen Uhr. Und der Letzte, der das aufgeschraubt und wieder zusammengebaut hat, hat die beiden kleinen Schrauben vergessen, die das Uhrwerk am Gehäuse fixiert. Und ich so, nee, darf nicht wahr sein. Und das hast du nicht gesehen, der in der Halle. Da warst du noch an den Zeigern oder wie? Nee, an der Achse zum Aufziehen. Ey. Und innen drin hat sich einen halben Millimeter halt bewegen können. Das hat er dann aber schnell böse. Obwohl das ja dieses riesige Uhrwerk, da ist das alte da aus den Savoyet, das, wie heißt der, wird jetzt von ETA gebaut, dieses 64, 98 da. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann kurz das Bild ins Uhrforum gestellt und binnen Minuten haben wir dann gewusst, wer der Hersteller sein muss, ne? Mhm. Roland Kemner. Noch von damals und habe ich den angeschrieben, ein Foto geschickt, ob das vielleicht eine von seinen Uhren ist, weil das war auch eine Phantomuhr, also keine Herstellerbezeichnung auf dem Zifferblatt. Okay. Machen sie ja manchmal, dass sie wirklich das Ding anonym sozusagen bauen. Und dann kam er nächsten Tag eine E-Mail zurück und hat er geschrieben, ja, das ist, ich habe jetzt das da reingemacht, das ist eine von seinen. Dann habe ich ihm den Fall geschrieben, dann hat er gesagt, du, ist kein Thema, schick sie mir. Mhm. Darum ist jetzt gerade beim Kemner, beim Originalhersteller, der mir die dann einmal auseinanderbaut, haben das Werk, aber das Werk rausnimmt, ihn sauber macht. Und dann das Werk wieder reinschraubt. Und es ist eine richtig schöne alte Fliegeruhr mit diesem riesigen Uhr. Ja, hätte ich jetzt doch gern gesehen. Ja, habe ich jetzt leider noch nicht zurück, aber bestimmt beim nächsten. Ich ziehe mich jetzt aus. Sehr gut. Das bleibt ja bei dir jetzt, das Tukan. Und das ist nämlich die Tukan-Scheide. Deswegen kriege ich nämlich da auch das lange Plötzlich nicht rein. So. Und das Plötzlich, das tue ich noch ein schönes Video rein. Und ich will die Grenze fahren, dass ich da nicht gefilzt werde. Na, jetzt pack doch mal die Squale aus. Genau, wir wollen da Platz schaffen und die mal angucken. Darum habe ich gerade keine Uhr. Und dann warte ich noch auf meine Steinhardt. Ach, Moment, du musst den Krösche noch vorher zeigen. Genau, wo ist der hier drin? Das Kröschelmesser musst du noch zeigen. Ja, da wusste ich nicht, ob du da Interesse hast. Das hätte ich dir jetzt mal mitgebracht. Das ist jetzt noch eine Kupfer-Mac-Army. Mit der bin ich auch schon ein paar Mal rumgelaufen. Zum Anschauen. Oh, Alter. Was ist da drin? Noch ein Kilo Blei? Ja. Nee, das ist nicht Kupfer, das ist Messing. Der Hund schnarcht. Eine Messinglampe. Riesenschwer, massiv. Ah, schön mit Akku zum Laden. Vicky, der will irgendwas. Was ist mit dir? Der schnarcht doch. Nee, der will schlafen. Der will sich einen Schlafplatz haben. Ja, der darf jetzt da nicht hoch. Und da, das ist jetzt mein Klappenreflektor. Drei ziemlich zusammen auf Reichweite, oder? So tief wie das sitzt. Ich weiß es gar nicht, da bist du der Profi. Weil die anderen da, die du mal gezeigt hast, da die andere. Die ist auf Reichweite bestimmt. Ja, aber die andere war ja so ein bisschen auf Weitwinkel, oder? Die ist auf Reichweite. Siehst du, wie tief die LEDs in dem kleinen. Ich hab's mir noch am Kissen auf dem Boot. Wie tief die hier drin sitzen. Drei Stück. Boah, halt brutal schwer. Ja, das ist schon massiv. Deswegen hast du hier auch das Kabel dabei und so Holster und den Holster dabei. Das, das ist aber auch aufwendig. Das ist so die Nobelausstattung von Megami, oder? Aber hallo, du. Guck, der kleine Geheimfach, da kann man was Kleines sein. Das ist ja mal cool. Ja, weil das Teil mit dem dicken Kopf, das machst du dir nicht mehr in die Hosentasche? Nee, das ist schon zu groß. Es gibt, ich weiß es nicht, das ist die PT-10, glaube ich. Oder die PT-16, oder ist jetzt umgekehrt, die Kleinen. Die Kleinen haben die gleiche Größe, die sind ja nur noch so groß. Und die haben auch 800 Lumen. Ich glaube, die hat jetzt 1000 oder 1200, ich weiß gar nicht genau. Also da steht er dabei. Passt du nicht ins Auge, nicht reingucken. Nicht reingucken, du, da siehst du auch nicht da auf der Da bist du dann halber blind. Ja, mach die über Tisch. Das ist wirklich schön, das Sock. Ich habe mir noch eins mal rausgesucht von Sock mit Mikata, aber ich habe es nie gekauft. Ja. Mit Mikata gibt es einfach zu wenig. Das ist voll praktisch. Gute Verpackung. Hast du es schon alles angeschaut? Mit Zahnstocher, da ist alles dabei, das Pinzette, da ist alles dabei.
Also bei der Uhr jetzt gibt es weltweit nur noch 25 Stück. Und da gibt es das Modell? Tiger. Also das ist die Tiger, die kommt aus den 80er Jahren, das Gehäuse, aber der Rest ist alles neu gemacht. Kannst abziehen. Ja, kannst du abziehen. Die ist relativ schwer, wertig, aber gibt es ja auch mit dem Milanese-Band, dann ist es ein bisschen schwerer. Aber die ist völlig durchdacht. Die ist noch größer als meine. Ja, du hast ja auch ein kleines Handgelenk. Was ist dieser rote Knopf hier? Da kannst du die Lünette entriegeln. Ah, okay. Das ist auch noch. Der Stand dreht sie sich. Auch gibt's okay. Auch nicht bei vielen. Bei dem neuen Modell 2002, da musst du die auf der Seite drücken, dass du die drehen kannst. Ich habe nur verstanden, vor was das ist. Ist das für die Taucher, die sich der Restluftzeit von der Pressluftflasche einstellen oder was? Dass du halt einfach die Lünette nicht verdrehst. Nee, aber ich meine, der nutzt so allgemein dafür ja, eine Taucher, oder? Das ist hauptsächlich eine Taucher. Und was halt mit der gut ist, dass die hat schön flach ist, die hat nur 9 mm Höhe. Das wollte ich gerade sagen, cool. Weil sonst sind solche Dinge als manchmal richtige Kloppen. Das ist eine richtige Kloppe, aber stell dir mal vor, die kommt aus den 80er Jahren, die hat eine 44er Gehäuse und ist nur 9 mm hoch. Die waren ihrer Zeit Jahrzehnte voraus, weil die großen Uhren, das ging eigentlich erst vor 10, gerade nur Panerai, vielleicht 10, 15, maximal 20 gingen dann die Uhren los, weil schon mal die Rolex ist ja heute die Submariner nur 40. Naja, jetzt haben sie ja da gerade Omega da Neues vorgestellt mit ein bisschen größer, ne? Guck mal, ja, da gibt's so ein anderes. Wechselband, wenn das riecht nach Vanille. Das riecht nach Vanille. Doch tatsächlich, das ist Naturkautschuk. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die mischen da mit Sicherheit nur Vanille bei, du, ne? Ja, also beim Flo, als der das Unboxing gemacht hat, hat er die ganze Wohnung riecht nach Vanille. Kautschukbänder gehabt, aber gut, das kannst du ja beimischen, ne? Ja, Vanille-Aroma nimmst. Ja, weil gerade für Salzwasser oder sowas ist natürlich, da kann nichts mit Metall nehmen oder sowas. Ja, also wie gesagt, das ist ein Modell, was es schon lange gegeben hat. Das haben die praktisch reanimiert, neue Lunette gemacht, neues Zuckerluminove, neues Zifferblatt. Das sind normalerweise aber das hat der Flo vergessen zu schicken. Habe ich jetzt nicht gehabt. Ja, die leuchten auch sehr gut. Da gib mal die Lampe. Wo ist die Lampe? Licht hier drauf. Weil ich hab doch an meiner. Warte, ich musste nicht. Sieht es recht gut, dass die leuchten ganz toll mit dem Super Luminova. Ja, also das ist schon ein Unterschied bei den hochwertigen Uhren im Vergleich zu den irgendwelchen billigen China-Uhren. Also die leuchten genau 5 Minuten und dann sind sie stockdunkel. Ja, aber das ist die. Und da siehst du dann, die nehmen zwar auch ab, aber die leuchten dann schwach noch sehr lange nach. Mhm. Aber eben diese Hersteller hat ja eigentlich für alle anderen Hersteller produziert. Das heißt, die haben produziert für alle anderen Uhrenhersteller, haben nur die Gehäuse gemacht. Und das macht die halt sehr speziell, ähnlich wie Panerai. Also ich denke mal, die sind recht unbekannt. In Amerika sind sie bekannter, weil da gibt es halt größere YouTuber, wie den Tristano. Oder vielleicht wie halt auch doch mehr. In Europa in oder YouTube. Deutschsprachig gibt es ganz wenige YouTuber, die Uhren machen oder eine gewisse Reichweite haben. Und deswegen sind die gar nicht so bekannt. Mehr Wassersportler halt wahrscheinlich. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin jetzt nicht so der Wassersportler, aber ich habe einfach lieber eine Uhr, die ich abends halt auch lesen kann. Was sagt das im Dunkeln. Keine Ahnung, wo das herkommt. Kannst du den Hund mitgeben zum Spielen? Ja, es hat eine anständige Größe, vielleicht für dich schon fast zu groß, aber ist relativ flach. Habe ich auch noch nie davon gehört, das Video von dir kam. Also ein Herr von Büren hat das in den 50er Jahren gegründet, das Unternehmen, in Neuchâtel, also in der französischen Schweiz. Heute werden die Uhren gebaut in Chiasso, in der italienischen Schweiz, und vertrieben werden sie über eine Firma in Mailand. Aber wird komplett 100% in der Schweiz gebaut. Die Schweizer war das komplett in der Schweiz? Ja. Und haben halt hauptsächlich ETA-Werke drin. Ich habe gedacht, war Italien oder sowas. Nee, in Italien ist nur die Firma. Ich glaube, der Inhaber ist in Italien und der Vertrieb ist in Italien. Genau. Aber gebaut wird es in Chiasso. Ja, aber auch gut Gewicht, du, ne? Der Werkstoff. Das Gehäuse, da ist noch alte Wertarbeit drin. Da ist richtig Stahl dran, du. Das ist also, kein so dünnwandiges, ne? Ja, die ist also relativ schwer. Also die 1521er, die ist natürlich auch klein. Hast du. Aber eben, das ist ein Auslaufmodell, oder besser gesagt, das ist ein Modell, was wir relaunched haben. Gibt es nur noch 25 Stück und ich überlege mir halt für TFG noch ein paar einzukaufen, bevor es die dann nicht mehr gibt. Also es gibt es mit schwarzen Zifferblatt, mit blauen und dann mit komplett Superluminova Zifferblatt. Das habe ich gesehen, das komplette Zifferblatt leuchtet. Der Flo hat das gesehen, der war auch gestaunt. Also
Aber wie gesagt, mir hat sie jetzt sehr gut gefallen, weil ich mag eher die flachen Uhren. Ich mag so die ganz hohen Klopper nicht so. Blaues Ziffernblatt finde ich schon immer irgendwie ist cool. Aber gut, ist vielleicht auch gerade wieder Mode, oder wer weiß, wie lange einem sowas dann fällt. Ja, deswegen muss man ja mehrere haben. Nicht nur mehrere Messer. Der Mann von Welt hat halt auch ein paar Uhren. Nicht viele, aber vielleicht ein paar gute. Wir sind gerade auf zwei. Eine moderne Automatik im alten 60er-Jahre-Look und diese alte Fliegung. Ja, ich weiß schon, also viele stehen halt auch das elegante Nomos. Ich habe ja mit Zeppelin auf der Messe gesprochen und auch mit, also welches, Junkers. Aber die nehmen nur Kunden, also Händler auf, die auch einen eigenen Uhrmacher haben, also die so einen richtigen Uhrengeschäft haben, also mit Webshops. Da hat man da keine Chance, oder? Wieso sind die Hunde müde? Die will die halt fix und fertig sehen, weil du hast die jetzt müde gespielt, verstehst du? Bist du nicht müde, Erik? Schläfst du da Abend gut, ha? Ich hab Bock zu spielen. Nein, lass den Hunden jetzt eine Pause. Ja, also noch zuschlagen, solange es die im Shop bei... Ja gut, also eben... ...Sportchamp gibt, ha? Ja, vielleicht. Sehr schön. Aber dafür gibt es ja verschiedene Modelle, dass sich jeder was raussuchen kann, was halt letztendlich eine Ah, das Grösche muss jetzt noch anschauen. Genau, da war noch was. Das ist ja noch das Highlight überhaupt. Weil ich hatte ja überhaupt noch nie vorher so ein Messer in der Hand. Schau, was die Hände so anstellen. Hm? Achso, ja. Stimmt, das ist halt eine Stunde vorne rum. Das ist ja brutal. Das ist die zweite, der Griff ist die zweite Schicht vom Mammutbacken-Stoßzahn. Also die erste Schicht ist abgetragen, weil die hat ja wie beim Holz ein bisschen Astlöcher, oder? Die hat ja einfach so eine so Furchen drin. Und das ist eben so mehr so geschaut, fast aus wie ein Holz, oder? Die Fingernägel geschnitten, da so kaum noch. Boah, habe ich heute auch gemacht schon. Ja, also der macht halt schon tolle Arbeit. Das ist Handarbeit, ja. Ich hatte das vorher halt auch nicht so auf dem Schirm, diese Messer, aber warum nicht? Deswegen haben wir jetzt ja noch, da werden vielleicht noch ein paar andere Hersteller dann kommen. Der hat innen drin Titan, also die Ziselierungen sind Titanliner und die Platte innen drin hat er noch mit Sonnenschliff gemacht. Also jede Seite 300 Stück. Also da geht er dann mit der Maschine runter und macht 300 Mal, macht er praktisch einen Sonnenschliff rein mit der Maschine, mit der Hand. Abgefahren. Aber warte mal, kann man sehen, wenn ich mit dem... Ja, ich glaube nicht, weißt du, Weitwinkelcam, das wird sie kaum einfangen können. Also das ist von ihm so eine Spezialität. Was mir jetzt aber zum Beispiel besser gefällt, wie manche andere, dass er zum Beispiel bei dem Inliner-Lock, dass er auch nochmal da so eine Kerbe, eine Phase damit gemacht hat. Wenn du jetzt nur einfach gerade geschnittenen Liner hast, finde ich das eigentlich nicht so toll. Aber der schaut schon sehr auf die Details da rein. Sehr fein. Und ich habe das ja gleich so rangenommen, da hat er mir ein E-Mail geschickt. Ich soll nächstes Mal vielleicht nicht so ein trockenes Holz nehmen und ich schnitze. Aber er hat kein anderes. Aber bei dem, ja, der ist nicht so ganz flach ausgeschliffen, das hat danach noch Haare geschnitten. Ich habe ja dann, ich habe es auch spiegelpoliert jetzt, aber ich hatte ja da so einen Stock geschnitzt und danach hat es noch Haare geschnitten. Das ist natürlich auch ein typisches Stück für Sammler. Ja klar, Sammler, aber ich benutze ja auch. Ja klar, kann man auch machen, dafür sind sie ja auch da. Aber was wir nicht verstehen, ist dann die Preisgestaltung, dass sie sagen, boah, das ist viel zu teuer. Ja, Alter, eine Rolex kostet auch ab 6 Riesen aufwärts, 160 Euro, ne? Ja, das kann man jetzt so vergleichen, weil du musst einfach das Material jetzt nehmen und die Arbeitsstunden, oder? Ja doch, das ist eine Rolex in der Messerbranche. Ja, also wenn der ist dort auch mehr als 20 Stunden dran und wenn du dann den Mosaikdamast nimmst und den Damaststahl, ich glaube, das ist Damaststahl, der Stahl von der Klinge. Wenn du erwischt? Nein. Jetzt hast du dir gezeigt, dass du das nicht will, hä? Gina. Aber weißt du, was du noch machen kannst? Du könntest vielleicht noch mal ein bisschen Wasser da reinmachen. Das wäre toll, die haben fast alles getrunken. Hast du dich geschnappt, oder was? Mhm. Du, Gina, anständig, hä? Sie hat mich erschreckt. Das ist halt eine andere Klasse, ne? Für Sammler, sag ich mal. Also mich hat das, er hat ja einige auf seinem Tisch gehabt, den Schafheim, das hat mich als erstes angesprochen, dieses Modell. Schönes, warmes. Nicht schlecht, ne? Gut. Ja, das sind halt ganz besondere Stücke, ne? Ja, und wir haben in Deutschland eben ein paar von solchen tollen Messermachern, die meisten Leute nicht kennen. Der Eckhard Schmoll gehört noch dazu, dann der Toni Tietze, der Markus Becker. Es gibt halt so noch einige da, die eben tolle Produkte herstellen und man muss da gar nicht so weit ins Ausland schauen. Ja. Okay. Ich meine, technisch gesehen ist das eine andere Welt, oder?
ein Messer mit Kugellager, das werden die, haben die klassischen halt einfach nicht. Aber eben, mir gefällt das und das gefällt mir aber auch gut. Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Ja, das ist halt vielleicht erst mehr zum Spielen, das ist mit Kugellager, du hast einen Slipjoint und hast vielleicht jetzt mit dem machst du vielleicht die härteren Arbeiten. Und damit hast du halt was für den Sonntag das in der Hosentasche, wo du halt wirklich, wenn du das rausziehst hier, wenn du das siehst hier, die Backen mit dem Damast hier, es ist halt schon, mit diesem Mosaik-Damast, das ist halt schon toll. Das hat mich jetzt da eigentlich sehr geflasht, dieses Teil. Deswegen habe ich es dann auch mir gekauft. Ja. Also am Anfang hieß es mal bei ihm, dass da dass da vielleicht noch, ich habe noch von jemand anderem gehört, die hätten Klingenspiel, aber das ist absolut hier, das gehört der Vergangenheit an. Die Klingenachse ist ja hier auch noch unter den Backen, ne? Da müssen wir erst die Backen abschrauben, damit mal eine Klingenachse kommt, ne? Ja. Aber gut, für gewöhnlich verstellt sich da ja nichts. Mit so einem Gentleman Knife machst du ja nicht die brutalen Arbeiten, dass da hier irgendwann mal so Hebel arbeiten. Also mit dem würde ich jetzt auch nicht im Wald mal die Pfeile aus dem Wurzelhebel. Aber ich sage ja, mit dem könntest du das noch machen, aber eben, das ist jetzt was für die Hosentasche, für den Sonntag oder auch für die Stadt oder für einen besonderen Anlass oder auch für einen Sammler, der es noch anschauen will. Ich schaue das auch gerne an, habe es gerne in der Hosentasche. Also ja, das in ist eine Klasse, die war mir vorher auch noch nicht so ganz erschlossen. Ich bin halt jetzt so ein bisschen. Das in der Kombination mit einer edlen Armbanduhr, ne? Und dann noch ein schöner edle Kugelschreiber dazu. Ja. Dann hast du ein richtig schönes EDC für den Mann von Welt, ne? Mit der Mastpen. Genau. Also nichts für mich Hinterwäldler, ne? Oder, ja. Ja gut, ich meine, das ist schon. Das ist schon wirklich das gute Backup-Messer für die Bogenschützen. Wenn du kein Fixblade mitschleppen willst, nimmst du das. Aber ist es so, dass die bei euch nicht rauskommen? Also, diese, wo schießt ihr rein? Ihr schießt ja nicht in die so Bäume rein. Ihr habt ja diese Tiere aus diesem Formaum. Ja. Und was ist da dann? Aus was für ein Material sind die denn? Du musst dir vorstellen, wie Schaumgummi, aber halt unheimlich fest. Mhm. Also, und die Pfeile, das kriegst du ja nicht gut raus, dann hast du ja noch einen Pfeilzieher dazu. Ne? Aber du versemmelst halt mal vorbei. Und wenn dir halt die Ziele alle im Wald stehen, kannst du halt Gift aufnehmen, dass dein Pfeil, wenn du Glück hast, steckt er in der Erde. Aber von, was weiß ich, 5 Pfeilen, wo vorbeigehen, steckt halt einer mal in einem Baum oder in einer Wurzel. Oder, und dann oder du triffst los. Genau das Gestell hinter dem Tier und geht halt voll durch so einen 2 Zentimeter. Oder so ein Pommes-Piekser. Das kommt hier auch aus einem ganz jungen Typ in der Nähe von Speyer, glaube ich. Er macht das aus Titan, auch mit Groove oder auch ganz normal, ohne Phasen, aus Titan. Und das funktioniert sehr gut als Outdoor-Gabel eigentlich, oder? Ja. Sieht eher aus wie ein medizinisches Instrument. Ja, aber das ist auch noch cool. Sowas kommt aus Deutschland und die Amerikaner kaufen sowas. Aber ich finde auch die Kitex nicht schlecht, die er macht. Vielleicht nehmen wir die demnächst auf im Shop, wir wissen es noch nicht. Okay. Ja. Dann fand ich es gut, dass du heute da warst. Ja, und ich einjähriges, ne? Habe mich bedankt für die Einladung. Total, und ein Jahr ist wieder vergangen und es ist viel passiert. Vielleicht kommst du ja mal zu unserem Shop runter am Bodensee. Ich komme auf jeden Fall zur Shop der Eröffnung, wenn es dort losgeht, ne? Ja, ich denke mal, es wird Juni werden, aber da werden wir dann natürlich schon größere Ansagen. Nehmen wir euch natürlich mit, ne? da gehen wir hin, ne? Okay, würde ich sagen, vorher haben wir genug Videomaterial produziert, ne? Vergessen haben wir auch nichts. Und ja, dann sage ich danke fürs Reinzappen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder mal heißt, ne? Blade Night Show mit Friends and Hillbilly. Also, bye bye, ciao, macht's gut.